Moin moin und herzlich willkommen aus Osnabrück. Ich bin auf dem Weg nach Oldenburg. In Oldenburg diskutiere ich heute mit dem Bundestagskollegen Dennis Rohde. Der hat natürlich jetzt gerade Bundestagswahlkampf und hat in der Innenstadt eine Bühne, wo er quasi auf mitten in der Fußgängerzone mit verschiedenen Menschen diskutiert, verschiedenen Politiker. Und heute darf ich ihn begleiten und wir werden über Europa und Social Media in der Politik reden. Termin ist um 11, es ist jetzt 9.30 Uhr, Auto sagt, 1 Stunde 15 brauche ich, mal gucken, also eigentlich bin ich pünktlich, ich musste aber gerade noch dieses Hemd bügeln und muss noch was essen, das heißt, ich muss noch kurz beim Bäcker anhalten. Ob mir das alles gelingt, werdet ihr im Video sehen. Mein Auto stand genau eine Nacht hier draußen an der Straße unter dem Baum und ist tatsächlich komplett vollgeschissen. Ja. Dann schiebe ich heute also nochmal irgendwann Autowaschen mit ein. Wann ich das machen soll, weiß ich noch nicht. Ich fahre jetzt erstmal zum Bäcker. Hallo Dennis, wenn ich zu spät komme, weißt du, worin es liegt? Das Brötchen hat ein bisschen lange gedauert. Ich soll um 10.48 Uhr da sein, dann hätte ich dann noch 10 Minuten Zeit, um zum Veranstaltungsort zu kommen. Das sieht ganz gut aus. In Osnabrück, strahlend blauer Himmel. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, Regenwahrscheinlichkeit in Oldenburg ab 11 Uhr, wenn ich da bin, 60%. Ihr dürft raten, wer keine Regenjacke mitgenommen hat. Dafür aber immerhin zwei Jackets. Ein dickeres, ein dünneres, weil ich dachte, vielleicht wird es schon wieder ein bisschen kalt. Mit Regen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe, dass es einen Regenschirm gibt. Moment, ich muss die Musik ja noch ausmachen. Ich bin jetzt in Oldenburg. Am Straßenrand hängen auch schon hier die Wahlplakate von Dennis. Das heißt, ich bin richtig gefahren. Na, wie gesagt, 10.44 Uhr bin ich da, wenn ich den Parkplatz dann finde und wenn ich mich jetzt hier nicht verfahre. Verkehr war gut, war nicht viel los. Dadurch ist man ganz gut durch, bin ich ganz gut durchgekommen. Oldenburg ist eine schöne Stadt, ne? Das darf ich als Osnabrücker zwar so eigentlich gar nicht sagen, aber hier mit dem Wasser hier zwischendurch. Ich habe hier zweimal Silvester gefeiert. Es war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja. Wetter ist noch gut. Ich hoffe, das bleibt so und es fängt nicht an zu regnen. Ich bin jetzt in Oldenburg angekommen und bin ganz erfreut, dass hier kein scheiß Wetter ist. Bis jetzt jedenfalls. Es bewahrheitet sich, da wo Europa ist, scheint die Sonne. Nein, Quatsch. Wir gehen jetzt hoch, dann sind wir noch einigermaßen pünktlich. Hinweisschild für unsere Veranstaltung tatsächlich und Fragen bitte per WhatsApp an Dennis. Da stehen sie schon alle rum. Hallo! Das ist Dennis. Hallo Dennis. Hallo Timo. Und das ist unsere Landtagskandidatin Hanna Nava. Hallo Timo, moin. Hallo. Herzlich willkommen in Oldenburg. Zwei der drei, die da oben stehen sollen, sind nämlich schon da. Dennis und Hanna sind jetzt schon auf dieser komischen Bühne. Und ich laufe jetzt auch noch dazu. Und Dennis ist ja gleich dreimal hier, ne? Einmal in groß als Karton, nochmal da und dann in echt tatsächlich. Ja, okay, los geht's. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du denn ins Europäische Parlament gekommen bist. Du bist Nachrücker gewesen, aber in einem Verfahren, was wir im Bundestag und im Landtag gar nicht kennen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie man ohne Wahlkampf ins Parlament kommt. Ja, ohne Wahlkampf. Also tatsächlich gibt es bei den Europawahlen keine Landeslisten. Das heißt, wenn ihr Bundestagswahlen habt, dann hat jedes Bundesland eine eigene SPD-Liste, die zu einer gemeinsamen Liste verbunden werden. Und das gibt es bei den Europawahlen nicht. Bei den Europawahlen hat die SPD eine Liste, die für alle 16 Bundesländer gilt. Das heißt also, wenn jemand ausscheiden würde und die Liste weiterziehen würde, dann könnte es sein, dass derjenige, der als nächstes reinkommen darf, wenn in Niedersachsen ausscheidet, dass der zum Beispiel aus dem Saarland kommt oder noch schlimmer aus Bayern
und dann würde man sein Mandat an Bayern verlieren. Und deswegen gibt es bei den Europawahlen neben der Hauptliste eine sogenannte Liste der Ersatzbewerber oder Huckepack-Kandidaten, die genauso aufgestellt werden wie die Hauptbewerber und genauso auch von den Parteien gewählt werden. Also das ist jetzt kein Schmu, sondern es ist schon ein demokratischer Prozess. Und so hat dann jeder Hauptbewerber einen Ersatzbewerber. Und wenn der Hauptbewerber ausscheidet, darf der oder rückt der Ersatzbewerber nach. Das führt dazu, dass die Region vertreten bleibt. Die Regionalfördermittel sind, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Stützpfeiler für Entwicklungspolitik. Und wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, ob das nun in Cuxhaven ist oder ob das in Jever ist, dann höre ich immer wieder, dass die europäischen Fördermittel viele Projekte vor Ort tatsächlich erst verwirklicht haben oder ermöglicht haben. Und insofern setze ich mich auch dafür ein, dass wir die Regionalfördermittel tatsächlich auch behalten. Da sind wir jetzt im Moment, gibt es die Diskussion, die abzukürzen oder einzufrieren. Ich will das nicht. Ich glaube, sie sind wichtig und das kann man dann, glaube ich, auch im Haushaltsausschuss ganz gut mit begleiten. Und vielleicht noch ein letztes: Im Haushaltsausschuss ist man ja so Generalist, ne? Also jedenfalls wir, weil wir müssen, wenn die anderen Ausschüsse für irgendwas Geld ausgeben wollen, dann müssen wir sagen, ob das Geld da ist oder nicht. Und da hat man natürlich einen ganz breiten Einblick in ganz viele verschiedene Themen. So, die Veranstaltung ist gerade vorbei. Ich frage mal eben, jetzt habe ich mein Stativ kaputt gemacht, aber man kann es wieder zusammenstellen. Ich frage mal eben meine beiden Kolleginnen Nochmal, wenn man eine Stunde geredet hat, wird es irgendwann schlecht. Ich frage erstmal meine Kollegin, die bald im Niedersächsischen Landtag sein wird, wie sie es fand. Ich fand es ganz toll und die Resonanz war sie auch super. Sie muss leider in die Sonne gucken. Ja, genau, deshalb blinzel ich so blöd rum. Und dann fragen wir den Hausherrn sozusagen, sieht man ihn, er ist so groß, sie muss ein bisschen höher gehen. Ja, aber du bist drauf. Dennis, wie fandst du es? Total super Veranstaltung. Ich finde, man merkt, du lebst Europa. Und ich glaube, die Leute haben es auch gemerkt, es sind mega viele Leute stehen geblieben. Also ich glaube, wir haben jetzt in dieser Stunde, die wir hier standen, mindestens 1000 Leute erreicht, weil hier einfach ganz viele Leute vorbeigegangen sind, stehen geblieben sind. Ich finde, so sollte Politik sein. Finde ich auch. Also nochmal, dieses Format von Dennis, was er hier macht, ist wirklich klasse. Hanna sieht das auch so, weil er eben nicht im Hinterzimmer ist, sondern mitten in der Innenstadt. Und ja, ich fahre jetzt wieder zurück nach Osnabrück, schneide das Video fertig und mache noch ein paar Mittwoch-Verolgen fertig. Ich bin jetzt wieder in meinem Auto und es gab hier Cold Brew Coffee. Der hat ja einen Plastikbecher, aber Cold Brew habe ich jetzt in Amerika getestet. Schmeckt Coffee, nicht Kaffee. Coffee oder kalt gebrühter Kaffee schmeckt richtig geil und dazu noch ein bisschen Bagel. Jetzt ist auch in dem Oldenburg ein bisschen New York Feeling. So, für mich geht es jetzt wieder, wie angekündigt, zurück nach Osnabrück. Okay, ich habe mich jetzt gerade entschieden, doch noch mal eben in die Waschanlage zu fahren. Ich war gerade im Büro, Sachen gecheckt, die zu tun sind. Ich habe gedacht, die Vogelscheiße muss vom Lack. Autos gewaschen, ich bin wieder im Büro. Ich bin noch nicht gewaschen, meine Haare sind noch ein bisschen wirr, sehe ich gerade. So, ich habe, währenddessen ich in der Waschanlage war, gerade mal die Studio-App gecheckt und habe gesehen, dass ihr richtig viel kommentiert auf mein Wahl-O-Mat-Video. Finde ich richtig gut. Mir war klar, dass im Schnelldurchlauf ich nicht jeden überzeugen kann. Das will ich auch gar nicht. Richtig gut, dass ihr diskutiert, dass ihr nachfragt. Ich werde das Video Wahl-O-Mat verlinke ich hier nochmal eben. Und ich werde die Kommentare beantworten, so gut es geht, so viel ich schaffe. Extra Video jetzt zu einzelnen Themen werde ich nicht machen, weil dafür sind die Fragen dann auch zu speziell. Aber nochmal, das Wahl-O-Mat hat viele Vorteile, hat aber auch halt eben Nachteile. Und man muss sich sehr schnell zwischen sehr komplexen Fragen, zwischen ja, nein, vielleicht irgendwie entscheiden. Deswegen sind vielleicht einige Antworten für euch ein bisschen komisch. Ich versuche das in den Kommentaren sicherzustellen. Da ist mein PC, an dem ich jetzt arbeite. Die Uhr geht übrigens nicht richtig. Und ja, dann werde ich das Video schneiden. Also das Video hier schneiden und währenddessen dann die anderen Sachen kommentieren. Und ja, hoffe, euch hat mal so wieder ein kleiner Vlog aus meinem Tag sozusagen gefallen. Morgen am Sonntag geht es für mich ganz früh 7 Uhr los nach Hannover. Da ist Parteitag der SPD. Diejenigen von euch, die aus Niedersachsen wissen, dass wir in Niedersachsen auch wieder Landtagswahlen jetzt haben und dass die Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden müssen. Davor ist noch Landesvorstandssitzung und nach der Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten wird noch das Programm verabschiedet. Also ich bin morgen wieder den ganzen Tag in Hannover.
Ich wünsche euch weiterhin ein schönes Wochenende, beziehungsweise wenn das Video erst ein bisschen später online geht, ich weiß nicht, wie schnell ich bin, dann einen schönen Start in die Woche. Ja, guckt euch das Valomat-Video an, Mythen-Mittwoch gibt es am Mittwoch auch wieder. Insofern viel Spaß, danke fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut, ciao. Jetzt habe ich mich gerade groß und breit von euch verabschiedet und jetzt ist das Video doch fertig geworden. Es ist jetzt 21.56 Uhr, draußen ist dunkel. Video ist fertig, Mythen-Mittwoch sind 2 Folgen fertig, ich habe eine ganze Menge kommentiert. Ja, und ich habe das Büro noch fertig gemacht. Ihr seht, hier stehen so ein paar Stuhlhöcker. So SPD-Hocker, Liegestühle, ich habe alle Bürostühle zusammengesucht. Die sind alle ausgerichtet auf diese weiße Wand. Da ist jetzt gerade nichts zu sehen, aber morgen Abend, beziehungsweise wenn das Video online ist, heute Abend, findet das TV-Duell mit den beiden Kanzlerschaftsbewerbern Merkel und Schulz statt. Und wir machen hier in meinem Büro so ein bisschen Public Viewing. Wenn ihr noch nicht wisst, trotz Wahlomat, wen ihr wählen sollt, schaut morgen ins Kanzlerduell rein und vielleicht kann euch ja der eine oder die andere Kandidatin überzeugen. Jetzt aber wirklich, haut rein, macht's gut. Ciao.